grundsätzlich braucht jemand ein Hörgerät, wenn er das Gefühl hat, im Alltag Kommunikation nicht mehr bewältigen zu können ohne Unterstützung. Das bedeutet Sprachverstehen, insbesondere also die lautsprachliche Kommunikation, wenn es da immer wieder zu Missverständnissen kommt und wenn es dann schwierig wird, sobald leise Störgeräusche dazukommen, dann sollte man über eine Hörhilfe nachdenken. Die erste Voraussetzung für ein Hörgerät ist ein Besuch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, denn es sollte zunächst sichergestellt werden, dass es keine anderen Ursachen für eine Schwerhörigkeit gibt. Und der wird dann eine Hörgeräteverordnung erstellen. Und der nächste Weg ist dann der Weg zum Hörakustiker, der verschiedene Geräte, auch in verschiedenen Preiskategorien, zur Erprobung anpasst und man dann mehrere Wochen lang testen kann, bevor man sich für oder gegen ein Hörgerät entscheidet. Ein Hörgerät hat das Ziel, das Sprachverstehen des Patienten wieder optimal herzustellen. Das bedeutet, die Priorität auch der Einstellung und der digitalen Verarbeitung des Signals, das vom Hörgerät aufgenommen und verstärkt an den Patienten an das Ohr weitergibt, hat das als maßgebliche Priorität. Deswegen die Antwort, nein, genauso wie früher, als man noch völlig normal gehört hat, funktioniert das Hören mit einem Hörgerät eben nicht. Deswegen muss man auch sich eine ganze Zeit lang daran gewöhnen und üben, mit dem Hörgerät wieder zu hören.